Ja, ist doch ernsthaft, das ist doch Schwachsinn. Wozu dann den Kopf entfernen? Dann hätte ich trotzdem einfach attackiert, als ob nichts wäre. Ist doch frech, Bro. Ah, die haben einfach die Spritze weg, die da noch drinne lag. Oh, toll. Wieder verarscht worden. Danke, Spiel. Korrekt. Bis wie viel Uhr spielst du noch? Immer wenn die Frage gestellt wird, minus 5 Minuten. Dein Licht aus? Wie mache ich denn Licht aus, Bro? Ich weiß gar nicht, ob ich das an- oder ausmachen kann. Stich in der Hut, Stich in der Hut! Es geht nicht! Ich kann nicht Stiche geben von ihm! Ich kann nie keine Stiche geben. Oh Mann. Scheiße, was war das denn? Der ist zu groß. Ich kann den nicht so richtig hoch werfen. Ich habe keine genug. Ich habe nicht genug Power dafür. Na super. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich will mal sehen, was passiert dann. Okay, wir merken uns Tentakeln in unseren Nasennebenhöhlen nicht so geil, Chat. Ja, Fluch der Karibik, fühle ich den Call. Ey, ey, yo, wie das Game bis jetzt ist, geil. Ich denke, ich muss den Handschuh upgraden. Ich denke, ich muss den... Oh mein Gott, what the fuck? Mir gedacht, Mann. Scheiße. Ich hab's mir gedacht. Mann, jetzt sind die Leichen weg. Und der Loot. Verdammt, Johe. Schmutzbier. Oh. Heal, perfekt. Viel Spaß wieder in der Werbung. Grüße gehen raus. Na, Twitch ist einfach erbarmungslos. Wie soll das denn aufgehen? Hier ist bestimmt irgendwas Geiles drin. Oder man soll hier gar nicht reinkommen. Das ist nur eine Bait-Türe. Hätte ich das gewusst mit denen, dann hätte ich die vielleicht mal auf die Gegner versucht zu werfen. Sicherung mit. Aber hier ist nichts zum rein machen. Weißt du, was ich meine? Hier ist kein so ein Kasten an der Seite. So, zurück, sagt ihr mit der Sicherung. Wohin zurück?
kann hier nicht sprinten. Oh, hier gibt's Heal. Wohin jetzt mit der Sicherung, Chatterino? Ich habe auch nicht unbegrenzt Ausdauer. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten kurz. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mit dem Handschuh Gegner noch nicht so wirklich weit werfen kann, aber ich denke, das kann man noch upgraden. Ich blicke auch nicht mehr durch, wo wir herkommen. Sind wir hierher gekommen? Ja, oder? Hier sind wir hergekommen, von dem Aufzug, richtig? Da reinmachen. Kommt doch an, wo du den Gegner wirfst. Ja, ich habe den ja versucht, oben reinzuwerfen, aber da hatte ich nicht genug Schwung. Oh, oh! Oh! Flintenbauplan. Chat, ich liebe euch. Ich hätte es ohne euch verpasst. Fasst mich an. Ich will, dass ihr mich anfasst. Unsittlich berührt. Den ganzen Tag. Oh, das Ding gibt, glaube ich, 800 Credits. Reich! Ich bin reich! Ja! Bestimmt schon so viel verpasst, Digga. Trümmerbruch. Wie teuer ist das Spiel? Vollpreis. Und ob ich es empfehlen kann. Ich habe halt nicht den Vergleich zu Dead Space, ob Dead Space ja extrem viel besser ist. Aber mir macht im Moment einen Heidenspaß. Es macht wirklich Laune. Jumpscares sind drin. Schwierigkeit ist okay. Grafik ist Baba. Soundkulisse ist auch gut. Vertonung ist ein bisschen pepega. Aber ansonsten macht Spaß. Ich habe Bock weiterzuzocken. Ja, Dead Space ist auch wieder ein harter Konkurrent, ne? Dead Space ist halt das Beste in dem Genre, habe ich immer gehört. Ah! Ah! Mann, das gibt's doch nicht, Mann! Wieso kriegen die das immer hin? Da muss es doch irgendeinen Trick geben, dass die einen nicht mehr anknabbern. Und sind wir hier vorhin nicht lang gelaufen? Vorhin hat er uns nicht angeknabbert. Sind die gleichen Macher? Naja, nicht so ganz. Der Chief Director heißt es, ne? Der ist derselbe von Dead Space 1. Das stimmt. Der hat mit dem Game seine Idee von dem Ganzen umgesetzt. Ist das Game Werbung oder spielst du so? Ich wünschte, ich hätte mit dem Game eine Kooperation. Ich würde mich da absolut sehen. Was kostet denn? Ist nun ja Vollpreis, Bruder. Ich weiß ja nicht deine Plattform. Auf PS4 kostet es immer einen 70er. Auf PlayStation 5 einen Achi. Ach, da waren wir ja jetzt gerade drin, ich verstehe. Und auf Steam weniger. Kuruma, Horniness leider ein Fluch. Ja, du kannst ja schauen, wie du willst, Bro, aber... Man sollte mal schauen, was bringt einem Leben begrenzt. Also, was bringt einen wirklich weiter? Den ganzen Tag irgendwelche TikToks schauen, die dich nicht weiterbringen? Stiehlt dir das nur Lebenszeit? Bringt dich das irgendwie weiter? Wirst du davon wirklich unterhalten? Und wenn du jetzt irgendeinem Eagle zuschaust, weil sie hübsch ist, bringt dich das irgendwie unterhaltungstechnisch weiter? Oder schaust du lieber in Anführungszeichen einen vernünftigen Streamer? Wie Ehrenbruder Danny, die Mastsau, die dich halt auch wirklich unterhalten kann.
Weil er ein guter ist. Kuss auf deinen Kopf. Ja, moin. Ist Danny wieder aktiv? Ja. Ist halt auch in unserer sehr oberflächlichen Welt wird halt auch hübschen Menschen, gerade hübschen Frauen, auch einfach zu viel Wert beigemessen. Ist echt verdammt groß. Weil, Bruder, was hat die dafür getan? Die ist irgendwann aus ihrer Mutter rausgepurzelt, hat gute Gene gehabt, sieht deshalb gut aus, hat ein bisschen Schminken, Miminken gelernt und jetzt spielt sie das Leben auf Rekrut oder was? Elias, ist das fair? Nee. Ich bin im Aufzug, ich sehe dich zu. Hast du die Macht, das zu supporten als Mann? Ja. Kannst du aktiv dich dazu entscheiden. Elias, support dich oder support dich nicht? Alles klar. Was glaubst du, wie viele Frauen auch im Arbeitsleben und so nicht ernst genommen werden, nur weil sie so hübsch sind? Weil man sich immer denkt, oh ja, die Hübsche hat sich hochgeschlafen oder so eine Scheiße. Wir sind so eine richtige sexistische, oberflächliche Drecksbande. Jeder einzelne von uns. Auch wenn man sich wirklich kontrollieren will, dieses Schubladendenken hat man immer noch. Das durchsetzt richtig unsere Gesellschaft. Aber als attraktiver Mann spielt man das Leben auch auf Rekrut durch. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Sorry für die Funkstille, ja? Hier war totales Chaos. Isa kam irgendwie rein und haben alles zerlegt. Kommen wir noch in die Schule? Das wüsste ja. Elo. Na, wahrscheinlich. Aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Elevator Boys, perfektes Beispiel für. Ich bring dich da schon hin. Ja, ist ein gutes Beispiel, hast du recht. Aber wie viele Content Creatorinnen gibt es? Und auf der anderen Seite gibt es Elevator Boys. Na? Also ja, du hast recht. True. Aber ich glaube, Frauen sind da noch ein bisschen mehr bläst. Noch mal eine Trophy. Mach schnell, die Zeit läuft. Trotzdem sind in den Top 100 Content Creatorn nur eine Handvoll Frauen. Ja, das liegt, glaube ich, immer noch daran, dass wir eine sehr männerdominierte Twitch-Community sind. Und einfach, also das ist bei mir genauso, ich werde einfach von einem männlichen Streamer werde ich viel besser entertained als von einer Frau. Wir haben viele gute Content-Creatorinnen auf Twitch und die schaffen es auch, mich zu unterhalten, wie eine Reefed und so, aber nicht stundenlang am Stück, wie beispielsweise einen Solution. Ja, ich glaube, so geht es ähnlich vielen. Und am Ende des Tages ein hübsches Gesicht. Und damit meine ich jetzt gar nicht eine Reefed oder so. Auch wenn sie nicht hässlich ist, ne? No homo. Sie ist ja lesbisch. Fuß. Ein hübsches Gesicht reicht am Ende des Tages nicht. Das reicht bis zu einer gewissen Schwelle. Da hast du ein paar hundert Viewer. Meinetwegen sogar 500 bis 1000. Aber dann ist auch vorbei. Weil, ja, du schaffst halt keine 10.000 Average nur mit einem hübschen Gesicht. Wenn du hohl bist wie 3 Meter Feldweg und im Stream eigentlich immer dieselbe Scheiße erzählst. Weil irgendwann macht dann doch mal der Viewer den Stream auf laut und merkt, Alter, die Alte hat ja überhaupt nichts Spannendes zu erzählen. Durchziehen. Besser ist. Was haben wir jetzt hier? Ah, den Bauplan haben wir reingeladen. Und was bringt das jetzt? Wo ist denn jetzt der Bauplan? Erstmal was verkaufen. Makelloser Energieumwandler. Hatten wir vorher nicht irgendwas? Ah, nee, das war irgend so ein Schmugglerpaket für 800. Schade. Ich dachte, wir haben gerade nochmal was Geiles gefunden, aber ein paar Credits gibt's. Din, 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 din. Was mit Poolstreams? Ja, Bro, es gibt ein paar verlorene Seelen, ne? Was soll ich dir sagen? Okay, wir haben jetzt einen Schrotflintenplan gefunden. Für 800 könnten wir jetzt unsere Pistole ändern. Ein Prototyp einer einhändigen Flinte, die derzeit von Black Iron getestet wird. Entwickelt von der Skunkworks Division von IO. Bla bla bla. Okay, für 800 haben wir da eine Shotgun-Pistole anscheinend. Achso, das ist dann eine zweite Waffe. Wir müssen uns die erstmal bauen, Chat. Shit.
Unsere Pistole bleibt die Pistole. Jetzt die Frage. Sparen? Sparen für die Shotgun? 800? Wir haben fast die Hälfte. 400 haben wir. Magazingröße, Stabilität, Schaden. Schwarmgeschosse. Modifiziert diese Waffe so, dass sie zielsuchende Patronen abfeuert, die Gegner in der Nähe im Schwarm angreifen. Oha. Ah, die Upgrades sind übelst teuer. Sagt ihr sparen, Chat? Ich glaube, das hier muss ich skillen, wenn ich die Gegner weiter werfen will. Erhöht die Schleuderkraft. Na, mit Schleudern kennen wir uns aus, Chat. Ich hol mir mal kurz ein kaltes Getränk, Chat. Bis gleich, ihr Süßen. Okay, wir sparen, Chat. Wir sparen auf die Shotgun. Weil ich glaube, es ist auch schlau, mehrere Waffen zu haben. Vielleicht benutzt die Shotgun auch andere Munition. Möglicherweise aber auch dieselbe Munition. Mal gucken. Cola Zero. Geh mir weg mit Cola Zero, Alter. Naturtrübe Bionade. Auch ultra lecker, Chat. Gönnt mal Sponsor Bionade. Kuss. Überall diese Dinger. Vorbild. Ich will mich hier immer gar nicht als gutes Vorbild hinstellen oder so, ne? Ich bin auch ein Mann, Chat, und ich war auch mal ein junger Mann und ich war horny as fuck und ich war wahrscheinlich mehr horny als ihr alle zusammen und auch ich habe Streamerinnen geguckt, nur weil sie hübsch sind, Digga. Und irgendwann bin ich halt auch mal im Kopf ein bisschen, ja, gereift. Auch nur durch meine sehr lange Beziehung. Da tut man halt einfach ein bisschen was dazulernen und was hinterfragen und ihr da draußen könnt im Endeffekt mit eurer Zeit und eurem Geld das machen, was ihr für richtig haltet. Da soll ich ja niemand reinreden. Aber ihr könnt aktiv die Art von Content Creator supporten, die ihr nice findet. Und wenn ihr euch denkt, so, Alter, warum schaue ich hier eine Pool-Streamerin eigentlich und hau da beim Prime-Sub raus? Ja, Bruder, weil du horny bist, ne? Aber dann gibt es vielleicht lieber einen Solution, der auch schon 10 Jahre dabei ist und einfach ein Entertainer ist, von Natur aus und ein gutes Herz hat. Weißt du, wie ich meine? Und die andere wurde halt, ja, hübsch geboren und geht ein bisschen Gym, hat deshalb ein Bubble-Ass und zeigt den in einem Bikini im Pool, Digga. Weiß nicht, ob die den Prime dann mehr verdient hat. Ne? Ist halt nur meine Meinung. Kann ja aber auch eine andere Meinung haben. Wenn deine 50k Subs erreicht werden, bin ich ready für deinen zukünftigen OnlyFans-Kanal, wo täglich Leggings-Bilder gepostet werden. Fühl dich feierig. Danke dir, Bruder. So, warum haben wir jetzt 2 Sicherungen daraus geploppt? Das hier sieht doch an, als ob das gleich angeht. Ich freue mich schon, wenn ich gleich reinlaufe und mich dann wieder zerreißt. Verstehe ich nicht. Beide Sicherungen sind drin, aber das ist weiterhin verschlossen. Wenn ich die rausmache, wo kann ich sie denn reinmachen? Ah, da hoch soll ich. Okay.
Probieren wir mal. Nehmen wir wieder mit, die Dinger. Warum so dunkel im Hintergrund? Strom sparen, aus Solidarität. Hey, 28 Nico, danke für die 10er Subbomb. Endlich reich. Danke, danke, danke. Chat, Passabomber steigen lassen, Passabomber regnen lassen. Wichtig. Danke, danke, danke. Oh, wo, 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 wo? Oh, das sieht ja heftig aus. Upsala. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Na, da ist er. Oh. Ich würde ja gerne wieder sehen, was passiert, wenn ich da reinlaufe. Aber wir lassen es mal lieber. Macht ja so Spaß. Das ist auch wieder so geil, Chat. Dieses Reinzoomen und dann unten am Paddle X drücken. So satisfying. Oh, oh, das war schon wieder ganz knappes Ding hier. Her mit den Credits, wir brauchen Geld! Geld, ja, kommt alle her! Oh, scheiße. Game gönnt echt Trophäen ohne Ende, ey. Retalk, das Game macht richtig Laune, Chatterino. Macht wirklich Laune. Ein leckerer Banger zwischendurch. Darauf erstmal einen Schuss setzen. Jetzt holen wir uns oben die Spritze. Ob das Game eine Easy Platin ist? Kommt darauf an, ob es ein Schwierigkeitsgrad-Trophäe gibt. Ich gehe mal davon aus. Und ich spiele ja nicht auf dem höchsten, also muss ich sowieso nochmal spielen. Es macht aber einfach mega Laune bis jetzt. Genau, lecker zwischen. Lecker Bissen zwischendurch. Und für mich halt auch. Oh! Für mich ja auch das der erste Kontakt mit diesem Genre, Chatterino. Und das bedeutet, es macht mir ja mega Spaß gerade. Und ich merke euch auch an dem Vibe im Chat wieder, dass es euch auch mega Spaß macht zum Zuschauen. Und das heißt, ich glaube, ich habe in dem Video von der GameStar gesehen, 2023 kommen noch 2 oder 3 Games in die Richtung raus. Dead Space 1 Remake und noch 2 andere, wo ich die Namen gerade nicht weiß. Und da kann man ja überall mal reingucken, ne? Das bockt. Schön wieder im Dunkeln mimunkeln.
bin sehr gespannt auf Dead Space Remake. Weil Dead Space halt immer so heftig, heftig angepriesen wurde. Haben wir 800? Freie Auswahl. Trümmerbruch. Wir sind so arm! Du bist einfach einer der sympathischsten Menschen auf Twitch. Jedes Mal bitte wieder geil, dir zuzuschauen. Liebe. Chat, seht ihr das? Seht ihr oben rechts meinen Kontostand? So sieht mein Kontostand aus, wenn das Finanzamt da war. Einfach leergeräumt, den Aal. Danke dir für die 5 Euro. Schönen Abend. Danke für die netten Worte. Den Fünfer. Katsching. Ja, Sage Businessman. Oh, was haben wir hier? Energieumwandler. Die sind nur zum Verkaufen da, oder Chat? Nee, ich habe Dead Space nie gespielt. Nur Anitrox damals zugeschaut. Sah geil aus, das Spiel. Da gab es auch schon damals immer crazy Finisher. Also die Gegner, die dich gefinisht haben. In irgendeinem Teil gab es, wenn du im Bossfight gestorben bist, hast du so Bolzen in den Kopf gekriegt. Und das war übelst krank. Flo und Lord, vielen Dank euch noch für die frischen Primes. Willkommen. Carsten, hat jemand 10 Subs bemerkt? Habe ich mich noch nicht für die 10 Subs bedankt von Terracotta? Terracotta, mein Süßer. War ich so am Talken wie morgen, dass ich das nicht hier lang Danke gesagt habe? Doch, oder? So. Geschafft. Okay, es hat geklappt. Geh zum Kontrollpult und mach die Zelle auf. Bin unterwegs. Manchmal tut er sich ein bisschen random umsehen, finde ich. Obwohl es gar nichts hinter ihm zu glotzen gibt. FOV? Ich hab's nicht gesehen im Menü. Also nein. Aber bei so Spielen ist ja auch FOV irgendwie nicht so geil. Du sollst ja recht nah am Charakter sein. Deinen Charakter richtig spüren. Nicht sein. Da stampfe ich lieber öfters drauf. Hä, hat der? Der hat Loot. Ach, den Loot haben wir ja mitgenommen. Mit meinem Hack. Wie viel Money haben wir noch? Okay, jetzt so mega viel rumballern sollten wir nicht. Die ganze Zeit. Wir reden nicht drüber, Laui. Aber ballern macht Laune. Bin ab Montag 6 Monate auf Grenzeinsatz, werde deine Streams anders vermissen. Elias, ist das wirklich die richtige? Hey! Oh! Zieh durch, Digi. Danke für den Fünfer. Ah, sie. Hol mich hier raus! Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass hier ist? Ist hier es, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? Ich mag die Schauspielerin. Ich weiß alles über diesen Ort und ich kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns ein Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Danke, aber ich komme allein zurecht.
Sohn nicht. Er verbirgt was vor dir. Alarm! Notfallverriegelung gestartet. Elias! Das Gute ist, wenn du wiederkommst aus deinen 6 Monaten Grenzeinsatz, kannst du dann komplett das Witcher-Let's Play anschauen auf YouTube. Und jetzt bist du da drin gefangen. Das ist Kiriko, ja. Das heißt, ich kann aus The Boys. Ich höre nix, ja, das liegt wohl an deinen 10 Euro Aldi-Boxen, Digga. Moment, was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Wie löst er das jetzt? Wenn ich seinen nackig geschorenen Kopf sehe und dass er immer so übelst heftig am Sweaten ist, erinnert mich das immer an Lincoln von Prison Break. Der hatte auch immer so eine richtige verschwitzte Birne. Und obwohl ich full hetero bin, muss ich sagen, das macht mich ein bisschen sexuell an. Da regt sich ein bisschen was in der Buchskappe. Hat schon was, Chat. Die Frauen im Chat haben gerade steife Nippel. Trust me, Kappi. By the way, auch ein Irrglaube, dass Geilheit irgendwas mit den Nippeln der Frau zu tun hat. Wenn ihr an denen rumspielt, dann werden sie steif. Oder wenn der Frau kalt ist, aber nicht, weil sie geil ist. Und das weiß ich deshalb so genau. Ich habe da mal mit einer Perle drüber geredet. Und da und dann habe ich richtig Ansage bekommen von ihr. Ja, so ein Schwachsinn. Erstmal dopen. Oh nein! Da war so ein kleiner Wurm. Ratas! Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Sind wir jetzt nicht mehr mit ihm verbündet, oder wie? Oh mein Gott! Ziehen die mir eigentlich immer Leben ab? Hoffe nicht. Vielleicht erkennt man es an diesen Knospen. Vielleicht erkennt man an diesen Knospen auf dem Boden, dass so ein Viech irgendwo ist. Und dann muss man es irgendwie abknallen vorher oder so. Oder sich ranschleichen. Ja, es tut mir sehr leid für die PC-Spieler, dass das Game auf dem PC nicht so eine gute Figur macht. Da haben wir Consoleros immer ein bisschen mehr Glück. Weil die halt viel weniger optimieren müssen, also verschiedene Systeme, ne? In dem Fall, ey, mussten sie es halt für PlayStation 4 und PlayStation 5 und für Xbox One und Xbox Series X. Oh. Und nicht PC, gibt es ja so viele verschiedene Grafikkarten und alles. Kam das nicht auf PS4 raus, das Game? Doch, oder? Ich habe vorhin
hätte ich auch die PS4-Version downloaden können. Das war's komplett mit dir, Marvin. Lösch dich. Oh, wieder der. Spiel das vor den Dead Space-Titeln oder danach? Das Game hat gar nichts mit Dead Space zu tun, Bruder. Es ist ein eigenes, eigenständiges Universum. Eigenständiges Game. Mal sehen, was die PS6 in Zukunft kann. Erstmal muss die PS5 Pro rauskommen. Die Steuerung ist gut. Die ist perfekt. Viel Spaß wieder mit der Werbung an die Non-Subs. Grüße gehen raus. Rein in die Subs. Rein in die Primes. Rein in Twitch Turbo. Besser ist es. Marvin, ich weiß halt deshalb ganz sicher, weil ich ja die PS5-Version gekauft habe. Okay, hör genau zu, Jacob. Und die PS4-Version auch hätte downloaden können. Oh, Mann, oh. Also, wenn die Gegner mich hitten, das tiltet mich irgendwie. Habe ich noch eine Spritze? Scheiße. Nicht gut. Hoppala. Eigentlich Munitionsverschwendung. Die Wurmviecher fast so schlimm wie das Finanzamt. Ja, true. Roboter tötet. Oh mein Gott! Wenn du die Roboter tötest, kriegst du 500 Credits. Und wie macht man die kaputt? Puff, Peng, tot, ja. Okay, hör genau zu, Jacob. Der Rüstungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllabsaugung. Dazu musst du dich an den Roboter vorbeischleichen. Hey, er hört dich immer. Hund. Ich hab sofort sofort als ich konnte, habe ich auf Schleichen gedrückt. Trotzdem hört er dich, der Hund. Bodenlos. Das war jetzt erstaunlich einfach irgendwie. Naja, die Trophy nehme ich mit. Kling.
Geile Finisher. Mittlerweile bin ich echt gut drin mit dem Kampfsystem. Nur ab und zu erkenne ich noch nicht, welche Richtung die angreifen. Mit ein bisschen Übung kriegt man wahrscheinlich echt gar keine Hits mehr. Außer auf Range vielleicht. Oh, also die Lampe ist ja so hell. Kann man das Koop zocken? Ich glaube, es ist ein reines Singleplayer-Game. Nix Koop. Ich hab's in die Bahn geschafft. Spiel auf Mittel. Ich bin mir noch unsicher, Sir, ob ich das hochladen lasse. Wäre eigentlich ein geiles Projekt für einen Storygames-Kanal. Weil es halt ja nicht so ein riesiges Spiel wird. 10, 15 Parts, dann dürfte der Lachs schon vorbei sein. Feierst du das so mit dem Leben auf dem Nacken? Ja, das ist halt wie bei Dead Space. Glaubt ihr, das hier soll auch Loading Gates kaschieren? Könnte sein, ne? Oder einfach Spielzeitstreckung. Stimmt, wir hatten ja auch bis jetzt, außer beim Tod, keine Ladezeiten. Finde ich eigentlich schon geil. Wenn es dann halt so wie bei God of War umgesetzt ist. Wenn es dann so wie bei God of War umgesetzt ist, dass die dann auch immer irgendwas Geiles, Interessantes erzählen. Dann ist nice. Ich muss es, Chad. Ich will es einmal sehen, was passiert. Ich muss. Ich muss einfach. In den Schacht nicht rein. Sieht genauso aus wie die Schächte, wo man reinklettern konnte. Okay, habe ich verdient.